So. Was machen wir fürs Esszimmer? Ich glaube, vielleicht gehen wir mal hier zurück. Ne, zurück. Wände. Paneele. Vielleicht nehmen wir das irgendwie so ein Beige-Ton oder sowas. Fürs Esszimmer. Aber auch so eine Leiste. Hier. Das nehmen wir. Ah ne, hier soll das die Küche sein. Stimmt. Esszimmer war ja hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und fangen wir hier dann an. Ja. Gefällt mir mehr. Müssen wir gleich mal eine Farbe suchen, die dem hier ähnelt. So, hier noch das. Und dann gleich noch ein Stack kaufen. Weil das hier definitiv nicht reichen wird. Wieder mal. Hier oben noch. So. Hier. Ja. Zwei. Minimum zwei. Brauchen wir. Komm. So, ja. Und einen noch. Dann hätten wir das. So, dann können wir das verkaufen. So, grau-beige. Wände, Farben, Graustufen, grau-beige. Da haben wir es. Dann wird das wohl passen hier. So. Und den brauchen wir nicht mehr. Was machen wir in diesem Raum hier? So, Böden und Decke. Decken und Bodenfliesen, das wollen wir auf jeden Fall.
Die sehen sehr nice aus, aber ich will schon schauen, dass wir vielleicht irgendwas Edles hier finden. Dunkler Quarzit Tenebris, grauer Marmor Imperator, brauner Marmor Imperator, Anthrazit Marmor Decora, Kacheln Diamant. Weiße Fliesen Mosaik, die sehen auch sehr nice aus. Weiße Fliesen Saturo. Die sehen auch sehr edel aus. Weiß polierte Porzellanfliesen, nee. Was mich am meisten eher angesprochen hat, gehen wir mal noch mal hoch. Große blaue Fliesen Flores oder große weiße Fliesen, die sehen am geilsten aus, finde ich. Gucken wir aber noch mal ganz genau die blauen an. Oh, ich finde, die sehen auch sehr nice aus. Dann nehmen wir die. Dann machen wir hier diese Fliesen. Bis hier hin. Hier haben wir nichts mitgenommen, gut. So. Ah, hier geht es in diesen Raum rein. Hier würde ich sagen, machen wir wieder den, was wir da hinten haben. So, zurück, zurück. Wo haben wir die? Haben wir jetzt nicht hier. Neulich gekauft. Da. Machen wir wieder die hier. In dem Raum. So. Und tada. Dann haben wir es. So, die Wände. Dann Wandfliesen. Finden wir sowas Edles hier auch? Das ist jetzt nämlich die Frage. Geil wäre es. Ja, sowas Ähnliches. Da. Dann mit weiß oder grau-beige. Hier nehmen wir weiß. Hier bräuchten wir wahrscheinlich 15, 20, ne, 30. Das wären 60, 90, 120. Ich glaube 120 Fliesen, also ja, 2, 4, 6, 8. Stacks, das wird reichen. Und jede Wette, ich irre mich wieder. So. Aber ich finde es komisch, dass wieder die Großfamilie hier auf dem ersten Platz ist. Klar, also wenn ich das Haus jetzt doch verkaufen sollte, ich bin im Kopf auch immer wieder am Schwanken. Ja, verkaufe ich es jetzt, verkaufe ich es nicht, behalte ich es nicht. Aber wenn ich es jetzt verkaufen sollte, würde es am meisten Sinn machen, wenn ich es an die Großfamilie hier verkaufe. Denn das hier wäre etwas, was am besten zu denen passt. Von der Größe her. Keine Ahnung, was auch, wie reich die sind. Anscheinend haben die aber hier so viel Geld, die können sich alles leisten. So. Wenn ich es verkaufe, dann an die.
Obwohl es mir auch egal, wenn es auch irgendjemand anders von denen kauft. Hauptsache, es gibt Geld in unser Konto. Da bin ich auch gespannt, wie viel Einnahmen wir für diese Hütte hier kriegen. Was heißt Hütte? Also Hütte sagt nicht, das ist ein ordentlicher Palast. Und wir machen auch einen richtigen Palast draus. Das allemal. Dass hier nur Könige leben wollen. Ich habe hier jetzt so eine Mod auf dem Bildschirm, verdammt. So. Und es sind wieder zu wenig. Natürlich. Oh, diese Motte hier. Ich sitze hier gerade im Dunkeln heute Abend. Und natürlich, Bildschirm ist, gibt Licht auf jeden Fall. Motten, die sind immer von Licht angezogen. Ah. Und natürlich, Fenster sperrangelweit auf. Natürlich kommen die dann hier rein. Ja, wir sind auch schon, wie man da oben am Radar sieht, zweieinhalb Stunden schon dabei, diese Hütte hier zu machen. Und wir sind gerade erst noch dabei, hier die Wände zu modernisieren. Und sind noch weit weg vom fertigen Ergebnis. Wir werden hier locker auf 4 Stunden kommen, allein diese Hütte. Und jetzt muss ich noch mal 3 Stacks, würde ich sagen. Kommen wir erstmal 2. Erstmal nur 2. Schauen, wie weit wir damit kommen. Und dann holen wir uns den 3., weil wir wissen, dass wir nicht genug haben. So, wie draußen wieder hell, das ist schön. Ja. So. Und erledigt. Hab doch gesagt, wir brauchen noch einen 3. Stack. Aber vorsichtshalber müssten wir vielleicht trotzdem hier die Wände noch mal weiß streichen, also die Decke noch mal weiß streichen. Wo haben wir weiß? Da. Ich würde sagen, von weiß nehmen wir so eine Dose. Weil vielleicht müssen wir irgendwo anders noch mal so machen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das
Seht ihr das alle am Fenster hier? Hier nicht? Die sind nicht richtig drinne. Die hängen hier ein bisschen in der Luft und da oben gehen die ein bisschen rein. Was soll denn das denn jetzt? Ist das Haus ja richtig buggy? Ne, hier. Ja, auf YouTube seht ihr vielleicht nur, wie ich hier eine weiße Decke weiß streiche. Aber man sieht hier so kleine Nuancen, wo noch nicht gestrichen ist. Also so einen ganz kleinen Unterschied zwischen der Wand und der. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das auf YouTube dann auch genauso sehen könnt wie ich. So, jetzt müssen wir nochmal nachfüllen. So, wo haben wir es? Da? Oder? So sieht man es erst recht nicht. So, genau da ist die Kante. Da. Dann müssen wir hier hin. Da haben wir es. Hoppla, das war zu weit. Jo. Dann hier und hier. Irgendwie knapp die Musik hier. So, die Farbe lassen wir, vielleicht brauchen wir es nochmal. Hier sieht es aber auch schon mittlerweile richtig nice aus, die drei Räume hier. Dann brauchen wir hier noch, ich würde sagen, hier nehmen wir noch eine normale Wandfarbe, Farben. Was nehmen wir hier? Ich würde sagen, vielleicht einen braunen Ton. Leicht Vanille, ja komm, leichte Vanille nehmen wir. So. Ja. Hier so ein Vorratsraum auf jeden Fall. So, nochmal nachfüllen. Ah. Wird langsam knapp die Farbe. Komm, das muss jetzt reichen, aber bitte. Ja. Hat gereicht. Und entfernen. Hier hat es gereicht. Nice. So, dann wollen wir den Flur machen. Ich würde sagen. Hier bleiben wir bei dem Blauton, aber ich will bei den Wänden eine Paneele haben und dann schauen wir mal, wie sowas hier mit Blau finden. Müsste doch hoffentlich geben, hier Blau, dann würde ich aber sanfte, ne, königliches Blau, das nehmen wir, ja. Wir werden hier auch ordentlich was brauchen müssen. Oben machen wir genau dasselbe. Ich trinke ihm aber noch mal einen Schluck.
So. Dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 müssen für den Flur hier reichen. Und dann für oben auch nochmal 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber den Bereich würde ich vielleicht von hier bis dahin einfach nur blau streichen. Im königlichen Blau. Und ich würde sagen, wir fangen hier an. Ja. Sieht krass aus auf jeden Fall. So, dann muss ich hier weitermachen. So, dann das hier noch. So, hier. Das sieht richtig nice aus. So, die Motte ist wieder da. Muss die gleich mal richtig erwischen. Wird die hier einfach rum. So. Dann hier. Und letzte 10. So, und dann können wir hier oben weitermachen. Und das ab hier. Ja. Hier oben wird das definitiv nicht mehr reichen. Vor allem, ich habe die Fenster vergessen. Die werden auch einiges davon fressen. So. Der ruckelt aber jetzt auch mittlerweile ganz schön viel. Jo, da werden wir noch mal 3 Stück kaufen müssen, Minimum. So. Ja, und nochmal 3. 1, 2, 3, komm, vorsichtshalber 4. So. Okay, einer ist zu viel.
können wir die beiden dann wieder verkaufen. Ach nö. Dann habe ich jetzt hier unten noch vergessen. Jetzt kann ich verkaufen. Nochmal sicher gehen. Das werden wir ja in dem Ton streichen. Ja. So. Wände. Farben. Blau. Und dann Königsblau. Königliches Blau. Da. Dann nehmen wir aber M. Das müsste reichen. So, dann machen wir hier die Decke. Und so. Komm ich da ran? Jupp. Aber die Farbe ist wieder leer. Was denn auch sonst? Ja, das Spiel ruckelt mir heute irgendwie ganz schön viel. Nach so einer langen Aufnahmesession. So. Das nehmen wir mit hier runter. Ah, hier kann ich das nicht abstellen. Nochmal voll machen. Und hier. Bis dahin. Ja. Und dann runter damit. Dann müssen wir hier ebenfalls noch die Decke streichen. Aber machen trotzdem noch mal voll. Hier. Na, den Bereich kann ich nicht streichen. Schade. Dann machen wir so. Aber warum kann ich das nicht streichen? Wäre schön, wenn ich das irgendwie machen könnte. Ich verstehe jetzt aber auch nicht, warum ich die Treppe hier nicht ändern kann. Hier steht erneuern, aber kann ich nicht. Kann ich irgendwie nicht. Würde ich gerne können, aber funktioniert gerade nicht.